Herzlich willkommen hier im Raum der Fachhochschule zum Vortrag von Gerd Löhr mit dem Thema, ich lese es mal da, das ist ausführlicher als im Heft, die Kosten der anderen, Nutznießer und Lastesel der deutschen Energiepolitik. Und ich werde kurz Herrn Löhr kurz mal vorstellen und dann kommt ein Vortrag. Und anschließend werden wir noch Zeit zum Fragen stellen und diskutieren haben. Und in der Runde, die wir hier sind, die Zahl der Gäste trägt auf jeden Fall dazu bei, dass wir intensiver noch diskutieren können. Je weniger man weiß, desto besser eigentlich. Und Dirk Löhr, Professor Dirk Löhr, sitzt aber, denke ich mal, mit verschiedenen Rügen hier. Man könnte für den Namen sagen, also Akademiker, Professor, aber auch Aktivist. Und mit welchem Hut genau der Vortrag läuft, kann er vielleicht dann nachher sagen, aber ich stelle die Hüte mal einmal vor. Und zwar, der Professor Löhr ist seit 2002 an der Fachhochschule in Trier Professor, voran an anderen Hochschulen, aber dort lernt er Steuerlehre und ökologische Ökonomie. Und die beiden Fächer, das eine ist sicherlich die Steuerlehre, haben wir jetzt einen staubtrockenen Vortrag zu erwarten. Ich denke nicht, weil so wie ich das Fach kennengelernt habe, hat das auch viel damit zu tun, systematisch zu analysieren und auch gucken, was hinter den Zahlen steht. Und das brauchen wir, denke ich, für diesem Thema ganz besonders. Und es ist auch eine Sache, die uns beide ein bisschen verbindet. Er war mal im Controlling bei der Deutschen Bahn tätig. Und als Controller arbeite ich auch, nur dass der Löhr ungefähr 1 Milliarde Euro Umsatz kontrolliert hat. Und in meinem Fall 500.000 Euro. Das sind die kleinen, feinen Unterschiede. der andere Teil, dass der Bürger Dirk Löhr, der Aktivist Dirk Löhr, ist auch sehr praktisch unterwegs auf den Feldern, die er auch theoretisch bearbeitet. Zum Beispiel ist aktuell läuft eine Kampagne für eine neue Grundsteuer, eine Grundsteuerreform. Das im Internet kann man sich das mal schon mal angucken. Grundsteuerreform.net. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und bewertet Grundstücke, also das, worüber er theoretisch an der Universität auch spricht, macht er auch ganz praktisch an dem Ort, ne, in Birkenfeld, wo die Fachhochschule ist. Und eine kleine Anekdote vielleicht noch, es gibt ein Lehrbuch für ökologische Ökonomie oder Ökonomie an sich, die Plünderung der Erde heißt das. Ist meines Wissens 2009 rausgekommen, ziemlich aktuell. Gut zu lesen, ich habe es gelesen, also ich kann es nur empfehlen. Und in der Einleitung steht: Liebe Studierende, wenn Sie das jetzt lesen und die Ideen gut finden, benutzen Sie sie aber nicht als Zitat, als Quelle in Ihren Arbeiten. Das macht es natürlich umso spannender und deswegen jetzt mit der Spannung freue ich mich auf den Vortrag. Dankeschön. So, Dankeschön, Fabian Antwort. Vorschuss dort gehen, und wenn Sie sich fragen, was ist das hier? Das sind diese Studierenden. Manchmal fahren wir vom Baum nach einer Party, aber da sind zwar nüchtern. Das ist aber nicht mein Thema. Was möchte ich Ihnen erzählen? Diese Veranstaltungsreihe geht ja über Geld, macht Geld Sinn. Ich möchte das vielleicht noch ein bisschen ergänzen beim Thema Energie, denn wir haben hier nicht nur das Thema Geld, Zinsen und so weiter auf dem Radar zu halten. Ich möchte Ihnen heute auch noch darstellen, dass das Thema Boden noch eine ganz entscheidende Rolle spielt, die absolut nachhaltig wird. Hört sich für Sie jetzt komisch an, aber Sie werden es nachvollziehen. Also es geht nicht nur um Geld und Zins, ich werde zwei Worte dazu sagen, sondern auch um Boden und seine Boden
sehr interessanter Vortrag von einem Menschen aus einer Stiftung auf das Thema Energie, leider auch sehr knapp besucht. Er hat sich immer darüber gewundert, warum sprechen wir denn die ganze Zeit über den Strommarkt, warum sprechen wir nicht über den Wärmemarkt, der ist doppelt so groß, warum wollen unsere Politiker unbedingt Offshore-Anlagen realisieren und so weiter. Ich werde Ihnen darstellen, dass das mit dem Thema Wärme zusammenhängt. So komisch es auch zunächst geht. Aber zunächst mal, damit diejenigen, die sich für das Geldthema interessieren, auch noch ein bisschen etwas davon haben, das ist natürlich auch von ganz zentraler Bedeutung beim Thema erneuerbare Energien. Also lasst mich jetzt hier nicht verabschrecken, was möchte ich hier oben erzählen? Ich möchte sagen, das Thema Zins spielt eine ganz große Rolle, wenn es um die Durchsetzbarkeit erneuerbarer Energien geht. Zins, was bedeutet das? Zins bedeutet zunächst mal, es ist nicht egal, ob ich zum Beispiel 1 Euro heute einnehme oder in einem Jahr einnehme oder in 2 Jahren einnehme. Wenn ich 1 Euro heute einnehme und der Zins ist zum Beispiel bei 5%, dann ist dieser Euro, den ich heute einnehme, 1 Euro wert. Wenn ich diesen Euro aber in einem Jahr einnehme, dann entgeht mir Zins und Zinseszins. Mit anderen Worten, der wirtschaftliche Wert dieses Euro ist nicht 1 Euro, sondern vielleicht 91 Cent oder so etwas. Hängt von der Höhe des Zinses ab. Und wenn ich erst in 2 Jahren einnehme, dann entgeben wir Zins und Zinseszins für 2 Jahre. Das heißt, dann ist dieser Euro nicht 1 Euro wert, sondern was weiß ich, 86 Cent in der größten Ordnung vielleicht. Mit anderen Worten, je weiter wir in die Zukunft gehen und je höher der Zinssatz, umso weniger werden diese Zahlungsströme wert. Warum ist das relevant für erneuerbare Energien? Für erneuerbare Energien ist ein ganz bestimmter Zahlungsstrom ganz charakteristisch. Hier haben Sie eine ganz normale Investition. Das hier soll die Anfangsauszahlung darstellen. Hier haben Sie eine Ökoinvestition. Das sind die Anfangsauszahlungen. Ökoinvestition, beispielsweise sind eine Solaranlage, gegenüber einer Ölfeuerungsanlage. Charakteristikum, bei gleicher Leistung viel teurer in der Anschaffung. Das da ist zum Beispiel ein Toyota, so ein Hybridfahrzeug, gegenüber einer ganz normalen Benzinsteuer. Charakteristikum, bei gleicher Leistung teurer in der Anschaffung. Womit wird geworben? Das wird geworben damit, später könnt ihr ja sparen. Der Verbrauch dieser Toyota viel weniger Benzin. Und wenn ihr dann zum Beispiel Taxi fahrt, habt ihr dann später einen höheren Gewinn. Oder später habt ihr hier keine laufenden Kosten mehr für Öl und so weiter. Das Problem ist nur, später wird geringer gewichtet. Das heißt, die höheren Anfangsauszahlungen dieser Ökoinvestition, die hauen sofort in ihr Budget. Aber die Ersparnisse kommen irgendwann in der Zukunft und die werden umso geringer gewichtet, je höher der Zins ist. Aus diesem Grund können sich solche Ökoinvestitionen sehr schwer auf einen in Anführungszeichen freien Markt mit positiven Zins durchsetzen. Wir brauchen Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel das EEG und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber da sehen Sie schon, das Thema Zins ist von ganz großer Bedeutung. Wenn der Zins nämlich null wäre, dann könnten sich diese Ökoinvestitionen in der Regel ohne Probleme gegenüber herkömmlichen Investitionen durchsetzen. Aber das möchte ich Ihnen heute gar nicht erzählen. Ich möchte Ihnen etwas anderes erzählen, nämlich, wie gesagt, das Thema Renten im Zusammenhang mit der Energiepolitik. Ökonomische Renten, was ist das? Renten? Ich denke hier nicht an die Altersrente, sondern eine ökonomische Rente, das ist ein Ertrag, dem keine Kosten gegenübersteht. Wenigstens keine einzelwirtschaftlich zurechenbaren Kosten. Wir werden nachher sehen, es gibt sehr hohe Kosten, die tragen aber andere. Und das ist das Interessante. Also, ganz interessant ist hierbei und charakteristisch, dass bei diesen ökonomischen Renten die Erträge in der Regel durch gut organisierte Gruppen eingestrichen werden und die haben in der Regel einen engen Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern. Und die Aufwendungen sehr diffus auf eine schlecht organisierte Allgemeinheit verteilt.
verteilt werden. Und das ist natürlich ein dynamisches System. Ich werde es Ihnen nachher noch erzählen, wie das im Einzelnen funktioniert und vor allem die großen vier Energie, in Anführungszeichen Versorger, diese Masche reiten. Die betreiben nämlich dann das sogenannte Rent Seeking. Dieser Begriff wurde geprägt durch einen Amerikaner, Tullock. Also Rent Seeking, die Suche nach ökologischen Renten und nehmen dabei den Staat gefangen, State Capture, das heißt, man versucht den Staat für seine persönlichen Gewinninteressen zu instrumentalisieren. Wie läuft das ab? Schauen wir uns jetzt mal die Urform an zunächst mal und danach will ich es auf die Energiewirtschaft übertragen. Die Urform ist, was man den Boden nennt. Was sehen Sie hier? Sie sehen zunächst mal hier den Preis, könnte man auch die Kosten aufschlagen. Hier sehen Sie die Entfernung von einem Marktplatz, der sich zum Beispiel hier befindet. Dann sehen Sie die Nachfragekurve bei einem hohen Preis, eine geringere Nachfrage, bei einem tieferen Preis hier eine höhere Nachfrage. Deswegen ist die Nachfragekurve so leicht. Hier sehen Sie eine Kostenkurve. Der Ökonom will jetzt von Grenzkosten sprechen. Das bedeutet die Kosten, die für jede zusätzlich ausgebrachte Einheit entstehen. Und um was geht es hier? Es geht um den Kartoffelmarkt. Fangen wir erstmal mit dem Kartoffelmarkt an. Wenn ich jetzt auf einem Acker in einer Entfernung von 500 Meter neben dem Marktplatz produziere, meine Kartoffeln anbaue, ist das eine ganz andere Situation, als wenn ich meine Kartoffeln 20 Kilometer vom Marktplatz anbaue. Warum? Ich habe entsprechende Transportkosten. Dennoch, der Marktpreis richtet sich, oder andersherum, die Transportkosten müssen aber wieder reingeholt werden. Das heißt, wenn die Nachfrage so groß ist, dass auch Kartoffeln von einem Acker, der 20 Kilometer entfernt liegt, nachgefragt werden, dann müssen dort die Kosten wieder eingespielt werden können. Mit anderen Worten, der Bauer, der hier 20 Kilometer weg vom Marktplatz anbaut und produziert, muss seine Kosten durch den Preis wieder einspielen können. Das heißt, der Preis für die Kartoffeln bildet sich durch den schlechtesten Acker, den man gerade noch braucht, um die Nachfrage zu befriedigen. Wir werden dann sehen, bei Energie ist es ganz genauso. Das heißt, Sie haben hier eine Angebotskurve, die richtet sich nach den Kosten, die in verschiedenen Bauern entstehen. Der Bauer, der am kürzesten am Marktplatz ist, der hat die geringsten Kosten. Der Bauer, der am weitesten weg ist, den man aber noch braucht, um die Nachfrage zu befriedigen, der hat die höchsten Kosten. Also, das ist die Angebotskurve, das ist die Nachfrage. Angebot und Nachfrage geben in den Preis. Und jetzt lacht sich der Bauer, der nah dran ist am Marktplatz, ins Fäustchen. Der bekommt nämlich diesen Preis, den allgemeinen Marktpreis für die Kartoffeln, hat aber nur diese Kosten. Was ist die Differenz? Die Differenz ist eine ökonomische Rente, die er einstreicht. Und Sie werden sehen, der Wert seines Grundstücks hängt von der Höhe dieser Rente ab. Wir haben hier viel höhere Werte für seinen Acker als hier zum Beispiel. Hier haben wir einen selben Preis für einen Hektar. Und hier haben wir kaum mehr einen Preis für einen Hektar. Aber hier haben wir sehr hohe Preise für den Hektar. Ist das nachvollziehbar? Wenn Sie irgendwo Verständnisprobleme haben, bitte haken Sie sofort rein. Die Diskussion können wir nachher machen. Ne? So, also das bedeutet, wir haben hier die sogenannten Bodenrenten und die Bodenpreise ergeben sich aus diesen Bodenrenten. Man könnte das auch für städtische Grundstücke dementsprechend durchkodieren. Das sind aber jetzt mal Renten. Also das hier sind die Renten. So, und jetzt machen wir dasselbe mit der Energiewirtschaft. Und da geht es jetzt nicht um Kartoffeln, aber da geht es ebenfalls um Kosten. Auch hier haben Sie eine Nachfragekurve, genau wie bei den Kartoffeln. Und Sie haben hier eine Angebotskurve, und zwar geht es hier auch wieder
um die Kosten, die für die letzte ausgebrachte, produzierte Kilowattstunde entstehen. Aber wie gesagt, es geht um die einzelwirtschaftlichen Kosten, es geht nicht um die Kosten, die der Gesellschaft insgesamt entstehen. Nämlich, wenn es darum ginge, dann dürfte es überhaupt keine Kernkraft geben, weil Kernkraft hat so hohe Risikokosten, dass beispielsweise sich kein privater Versicherer finden würde, um diese Risikokosten abzudecken. Braunkohle hat so hohe CO2-Emissionen, dass sie gar nicht erst anfangen bräuchten, ein neues Braunkohlekraftwerk zu planen, wenn die gesamten Kosten, man spricht hier von mehr als 70 Euro pro Tonne CO2, tatsächlich in die Wirtschaftlichkeitsrechnung überführt werden würden. Das heißt, all diese Kosten fallen an, aber sie werden vom Dritt nicht getragen. Also wir reden hier nur von einzelwirtschaftlichen Kosten. Die geringsten einzelwirtschaftlichen Kosten für die zusätzlich ausgebrachte Menge Kilowattstunde tragen die Atomkraftwerke. Alles in Ordnung? Die Atomkraftwerke, da haben sie kaum irgendeine Preisdifferenz für eine Kilowattstunde mehr oder weniger. Ähnlich bei Braunkohlekraftwerken, fast genau dasselbe. Das Interessante an diesen beiden, ich werde nachher auf diesen Begriff nochmal zurückkommen, das sind sogenannte Grundlastkraftwerke. Also wir haben ja ein Konzept, dass diese Kraftwerke laufen fahren müssen, die werden nicht abgeschaltet. Sogar bei negativen Strompreisen, die wir teilweise schon gehabt haben, werden diese Kraftwerke nicht abgeschafft. Die laufen permanent. Dann haben wir Mittellastkraftwerke, dazu zählt vor allen Dingen Steinkohle, Gas und dann haben wir Spitzenlastkraftwerke, dazu zählt Öl. Alles mit steigenden Grenzkosten, also zusätzlichen Kosten pro ausgebrachte. Das heißt, wenn Sie beispielsweise durch die vorhandenen Gaskraftwerke die Nachfrage nicht mehr decken können, werden die Ölkraftwerke dazu geschaltet. Und so weiter und so fort. So, und auch hier wieder haben Sie die Kosten. Die Kosten gegen die Angebotskurve. Das ist die Nachfragekurve. Und hier ergibt sich dann der Strompreis. Wir haben einen einheitlichen Strompreis, der letztlich an der Strombörse, der EEX in Leipzig, ausgehandelt wird. Und das Interessante nun ist, dass diese Kraftwerke, das letzte zugeschaltete Kraftwerk, kostenpreis für die Bildung verantwortlich ist. Dieser Preis gilt aber für alle. Auch der Produzent von Atomstrom bekommt denselben Preis, hat aber viel geringere Grenzkosten. Er hat im Übrigen, obwohl ein Kernkraftwerk sehr kapitalintensiv ist, investitionsintensiv, die meisten Kosten sind schon abgeschrieben. Das heißt, das, was er hier bekommt, Preis minus die Grenzkosten, ist fast purer Gewinn. Also eine reine ökonomische Rente. Bei den Braunkohlekraftwerken genauso. Und das ist der Grund, warum ich immer so schön sage, das hier Platz an. Damit verdient man in der deutschen Energiewirtschaft richtig Geld. Mit Grundlastkraftwerken. Grundlastkraftwerke, die also kaum Grenzkosten haben, deren Investitionsvolumina schon fast abgeschrieben sind oder total abgeschrieben sind, also schon älter sind, die aber eine hohe Differenz haben zwischen den Marktpreisen und den Kosten, die jetzt zusätzlich entstehen für einen ausgebrachten Einheit. Das ist ein wunderbares System. Sie haben da mehr als 20% Kapitalverzinsung in diesem Bereich. Ist das soweit klar? Das Interessante ist auch, wenn man sich jetzt mal anschaut, die Investitionsvolumina. Die Investitionsvolumina sind in diesen Bereichen die größten. Hier haben wir sehr zentralistische Technologien. Sie brauchen beispielsweise für Braunkohlekraftwerke oder sie brauchen für Kernkraftwerke unheimlich hohe Investitionsvolumina. Das sind sehr zentralistische Technologien. Sie brauchen da entsprechende Leitungskapazitäten, Stromautobahnen, um das überhaupt wegbringen zu können. Es ist ähnlich wie zum Beispiel die Rente in einer Stadt, ne? Wenn Sie da Hochhäuser haben, da wo die Wohnrente am größten ist, genauso haben Sie hier
sehr investitionsintensive Kraftwerke mit einem sehr zentralistischen Charakter. Bitte. Ich verstehe gar nicht den Ausdruck Flächenintensität. Flächenintensität, den Ausdruck habe ich, Dankeschön, an Miele kreiert, und zwar aus dem Grunde, Kapitalintensität trifft es nicht. Kapitalintensität ist nämlich die Relation von Kapitaleinsatz zu Arbeitseinsatz. Mhm. Es geht hier um den Kapitaleinsatz pro Fläche. Und der ist hier unheimlich groß, genau wie in einer Großstadt, wo die Wohnrente sehr hoch ist, da werden Hochhäuser gebaut. Hier werden in bestimmten Gebieten, ich werde darauf noch zu sprechen können, kommen eben sehr Kraftwerke mit hohen Investitionsvolumen, sogenannte Grundlastkraftwerke, die laufend in Betrieb gehalten werden müssen. Je mehr Kilowattstunden sozusagen auf dieser hohen Investitionsvolumina verteilt werden, umso besser ist es. Wenn sie abgeschrieben werden, umso besser man diese zentralistische Technologie hat. Aber die zusätzliche Kilowattstunde kostet fast überhaupt nichts. Ich habe nochmal eine Frage in der Erklärung um die Kapital, also der Begriff Flächenintensität, den hast du parallel zu dem Begriff Kapitalintensität erfunden, kreiert. Habe ich. Und die Kapitalintensität ist definiert als das, die Kapital, also Geldinvestition zur Arbeits. Genau. Mhm. Richtig. Die Kapitalintensität kann aber durchaus bei einem Kernkraftwerk und bei einem Windkraftwerk oder bei einem Windrad dieselbe sein. Ne? Also da unterscheidet sich gar nicht großartig. Auch ein Windkraftwerk oder ein Windrad, da ist nicht mehr besonders viel Arbeit drin. Aber wo sich unterscheiden, sind die Investitionsvolumina, die zum Beispiel auf den Hektar umgesetzt werden. Die sind hier bei so einem Kernkraftwerk wesentlich größer. Wie gesagt, leider ist der Faktor Wohnen aus der ökologischen Lehre verloren gegangen. Aus diesem Grunde hat man da keinen Sensor mehr dafür. Und aus diesem Grunde muss ich eben diesen Begriff Flächenintensität kreieren, weil er eben nicht mehr vorkommt. Ist denn das soweit deutlich geworden, wie das da funktioniert? Also wie gesagt, das hier ist der Platz in der Sonne. Die Erträge, die werden größtenteils von vier Unternehmen hier eingestrichen. Die kennen Sie. Das ist RWE, das ist Vattenfall, das ist EnBW und E.ON. Die haben, wenn ich das Frau Fukushima oder was noch so, ich glaube 98% der Grundlastkapazitäten gehabt. Und die machen in diesem Bereich ihr Geld. Die machen ihr Geld, ich werde darauf nachher zurück noch zu sprechen kommen, auch nicht im Bereich der Übertragungsnetze und so weiter, auch nicht im Bereich der Wärme. Die machen ihr Geld hier in diesem Bereich mit den Grundlastkapazitäten. Die haben übrigens auch wenig Interesse, hier jetzt zu investieren mit sogenannten Spitzenlastkraftwerken. Warum? Weil sie damit keine ökonomischen Renten kreieren können. Dabei bräuchten wir solche Spitzenlastkraftwerke im Augenblick sehr dringend, denn im Zuge der Energiewende werden immer mehr erneuerbare Energieträger zugebaut werden. Sie wissen das, Wind bläst mal, mal bläst er nicht. Sonne scheint, mal scheint sie nicht. Das heißt, die Qualität des Stroms ist eine ganz andere als bei Grundlast. Ne? Mit anderen Worten, wenn die Sonne mal nicht scheint, der Wind mal nicht bläst, müssen andere Kraftwerke, nämlich Spitzenlastkraftwerke, hochgeregelt werden. Da sind aber die Deckungsbeiträge sehr gering, da möchte keiner ran. Da hat keiner großartiges Interesse, da rein zu investieren, obwohl wir gerade jetzt solche Kraftwerke im Zuge der Energiewende bräuchten. Das ist auch ein großes Problem, das wir jetzt haben. Damit können die großen vier eben nicht das große Geld verdienen. Ja, also wie gesagt, diese Deckungsbeiträge, wie man so schön sagt, also die Differenz zwischen Preis und den Kosten, das sind im Prinzip Renten, ökonomische Renten. Und, ich hatte es auch schon gesagt, die Risikokosten für die Kernkraftwerke tragen nicht die betreffenden Unternehmen, sondern andere. Die Frage der Entsorgung ist bis heute überhaupt nicht geklärt. Wir machen einen Flug ohne Landebahn. Und die Geschichte der Braunkohle, wenn sämtliche Kosten internalisiert wären, dann dürfte man die Dinge überhaupt nicht bauen. Also hier habe ich nochmal kurz skizziert, was ist der Unterschied zwischen Spitzenlast, nämlich ein hoher Anteil variabler Kosten, ein Anteil fixer Kosten, weil die nicht so investitionsintensiv sind.
Dagegen hier bei der Grundlast Kernkraftwerke oder auch Braunkohlekraftwerke hoher Anteil fixer Kosten, eben der Anteil variabler Kosten, der erhöht wird. Interessant ist, dass wir jetzt im Zuge der Energiewende eigentlich von der Grundlast uns verabschieden müssten, sollten. Dürfte eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Dennoch, die großen vier tun alles daran, dass dieser Bereich erhalten bleibt. Warum? Das ist der Bereich der Rente. Ich möchte Ihnen jetzt noch eingehend darstellen, dass. Bitte? Ich möchte Ihnen noch eingehend darstellen, dass das nicht nur eine Analogie ist, dass es nicht nur wie eine Bodenrente ist, sondern dass es eine Bodenrente ist, die hier rausgenommen wird mit Kernkraftwerken und mit Braunkohlekraftwerken. Ich gehe jetzt mal auf Braunkohlekraftwerke ein. Also bitte behalten Sie im Hintergrund, dass der Boden in der zeitgenössischen Ökonomie überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wie gesagt, der Faktor ist irrelevant. Ich will jetzt mal auf Braunkohlekraftwerke eingehen. Also, Sie kennen das dann, ne? Das ist Regenbräuche. Da hat man zugebaut. Es werden tatsächlich noch Kapazitäten zugebaut. Voraussetzungen: Braunkohlekraftwerke. Braunkohlekraftwerke, wo sind die historischen Standen? In Deutschland in drei Bereichen: einmal im rheinischen Bereich, im mitteldeutschen Bereich und dann in Lausitz. Warum? Man hat nur dort einzelwirtschaftlich Braunkohlekraftwerke rentabel betreiben können, wo der Braunkohletagebau in unmittelbarer Nähe war, ansonsten wären die Transportkosten zu hoch gewesen. Teilweise hat man sich noch geholfen mit Bahnen, mit Schiffen, aber das geht eher bei Steinkohle nicht so sehr mit Braunkohle. Also, diese Braunkohletagereviere, die waren interessanterweise auch weitgehend in der Hand von bekannten Spielern, nämlich RWE, Vattenfall und E.ON. Die kennt man. Mit anderen Worten, Braunkohlekraftwerke konnten sie nur dorthin bauen, wo tatsächlich auch diese Vorkommen waren, die waren in der Hasse bekannten Spiele. Sie konnten jetzt aus weiteren Gründen nicht überall solche Braunkohlekraftwerke hinbauen. Sie brauchen nämlich einen bestimmten Radius, am besten sind so 70 Kilometer von den Verbrauchsschwerpunkten entfernt. Deswegen ist es schön, in der Nähe von Halle, Leipzig und so weiter, aber auch in der Nähe des Ruhrgebiets, ne? Oder in der Nähe Lausitz, Cottbus und so weiter. Da hat das Sinn gemacht. Zudem brauchen Sie auch eine Stromautobahn und ein Durchspannungsnetz, um diese enormen Strommengen wegtransportieren zu können. Wäre gut, wenn es da schon Trassen gäbe. Und last but not least, diese Kraftwerke bedürfen der Planung und der Genehmigung. Es ist nicht so, dass Sie jedes geplante Kraftwerk auch automatisch durchbekommen. Das ist ganz und gar nicht so, weil die Bürger natürlich protestieren. Mit anderen Worten, Sie können ein solches Kraftwerk nicht überall hinstellen. Sie können es nur an ganz bestimmten Punkten hinstellen. An ganz wenigen Punkten. Und diese wenigen Punkte sind absolute Privilegien, die diese Konzerne da eingeräumt bekommen. Und zwar für nahezu nichts eingeräumt bekommen, also unentbehrlich. Also hier habe ich mal den Tagebau Garzweiler dargestellt, hier das Rheinische, hier ist Garzweiler, hier ist Regenbräuch, Weißweiler mit den Vorkommen Inden und Hambach, und das sind die Bahnen, die versorgen das hier, und in dieser Region befinden sich dann die entsprechenden Kohlekraftwerke, um das hier nochmal darzustellen. Da macht es Sinn. Das können Sie aber nicht irgendwo, was weiß ich, im Bayerischen Wald hinstellen. Da macht es keinen Sinn. Ne? Viel zu teuer. Sie brauchen ganz bestimmte Lokalitäten, ganz bestimmte Lagen. Ne? Und genau wie bei einem Grundstück, das wissen Sie, was macht den Wert eines Grundstücks aus? Lage, Lage, Lage. Genauso ist es hier auch. Ne? Was macht den Wert eines Standortes für ein Braunkohlekraftwerk aus? Lage, Lage, Lage. Nichts anderes. Und die Konzerne bezahlen dafür so gut wie nichts. Die Kosten tragen aber andere. Also ich habe hier nochmal dargestellt die verschiedenen Braunkohlevorkommen hier in Mitteldeutschland, Lausitz, Rheinland, ne? Und
Jetzt wissen Sie vielleicht, wir haben bestimmte Überschussregionen, dazu zählt der Nordwesten, hier der Nordosten, auch Überschussregionen, das heißt, es wird mehr Strom produziert, als man sozusagen verbraucht. Überschussregion ist auch der Osten. Hier könnte man theoretisch noch zubauen, aber hier hat man ohnehin schon Überschüsse. Hier bräuchte man noch zusätzliche Kraftwerke. Aber Braunkohlekraftwerke machen hier keinen Sinn. Die machen, wie gesagt, an bestimmten Punkten Sinn. Es geht hier zu großen Verteilungskosten. Trotzdem überlegt man, ob man so etwas macht, aber vor allem im Bereich der Strahlung. Hier sehen Sie, wie viel da schon verhindert wurde durch Bürgerinitiativen und so weiter. Also all die wichtigsten Geschichten sind verhindert worden durch Bürgerinitiativen. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, sie bringen nicht alles durch. Ganz im Gegenteil. Also, um es mal kurz ein Zwischenresümee zu ziehen: Unterschiedliche Kraftwerkstypen generieren unterschiedlich hohe Potenzialen. Das heißt, Kernkraft maximal, Braunkohle auch sehr gut, Öl können Sie vergessen, Gas minimal. Aber Sie können eben nicht jeden Kraftwerkstyp überall hinstellen. Das geht nicht, sondern nur an ganz spezifischen Stellen. Und deswegen ist die Standortfrage von ganz hervorragender Bedeutung und die planische Zuweisung solcher Standorte ist ein Privileg, der aber ohne besondere Mehrkosten oder das ohne besondere Mehrkosten einfach in die Tasche gesteckt wird. Die Kosten haben andere zu tragen. Also hier nochmal zusammengefasst, die Höhen hohe ökonomische Renten, vor allen Dingen von Energieversorgern eingestrichen. Der Markt ist schwer bestreitbar, das kommt noch dazu. Also diese hohen Investitionsvolumina, Sie müssen da keine Konkurrenz fürchten. Also Braunkohlekraftwerk, da kann keiner in den Markt eindringen. Wie sollte er denn, wenn schon die großen vier Braunkohlevorkommen in der Hand haben, wie soll er in den Markt eindringen? Und er müsste erstmal dieses große Kapital zusammenraffen, um das überhaupt machen zu können. Also geht nicht. Es ist ein Markt, der nicht durch Konkurrenz bestreitbar ist. Es ist ein Monopol. Die Kosten für Braunkohle, wie gesagt, CO2-Emissionen, nur teilweise internalisiert. Wir sprechen hier im Augenblick von Kosten von CO2-Zertifikaten, sind lächerlich niedrig. Die betragen vielleicht ein Zehntel der Kosten, die sie eigentlich betragen sollten, wenn man richtige Preise hätte. Kernkraft, Risiko, Entsorgungskosten komplett externalisiert und immer wieder standortbezogene Verzichtskosten, wenn Sie so ein schönes Kraftwerk haben, wie Gräbengebräuche und so weiter, ja, die Anwohner freuen sich. Ne? Auch über die Leitungen, die dann gemacht werden und so weiter und so fort. Jetzt nochmal zur Rolle der Netze. Also, ich hatte Ihnen hoffentlich dargestellt, dass die Standortfrage von hervorragender Bedeutung ist und dass die EVUs gerade mit diesen Grundlastkraftwerken ihre Gewinne machen. Wie gesagt, in der Regel mehr als 20% Kapitalverzinsung. Wenn Sie in ökonomische Lehrbücher schauen, dann wird gesagt, das Problem, das wir haben, ist das sogenannte natürliche Monopol, das nicht bestreitbar ist, nicht das, was ich gerade erzählt habe. Dazu zählen vor allem die Netze. Denn es macht keinen Sinn, Netze beispielsweise, da haben Sie Stromnetze, Sie haben genau dieselbe Problematik bei Schienennetzen, genau dieselbe Problematik bei Wassernetzen. Worum geht es? Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn Sie eine Bahnstrecke von Frankfurt nach Köln haben und diese Bahnstrecke ist nicht 100%ig ausgelastet, wenn dann ein Wettbewerber einnimmt, mach noch mal eine Strecke daneben, das ist volkswirtschaftlich einfach Ressourcenverschwendung. Deswegen spricht man hier von einem natürlichen Monopol. Volkswirtschaftlich ist es sinnvoller, wenn nur ein Einzelner diese Geschichte anbietet, aber dann haben sie die Missbrauchsgefahr. Aber gerade aus diesem Grunde haben wir ja eine Bundesnetzagentur, die im Übrigen sämtliche solche Geschichten reguliert. Also die so zuständig ist für Wassernetze, Gasnetze und die sich auch im Telekommunikationsnetz und teilweise auch das Bahnnetz bringt. Also mit anderen Worten, die Renten, die hier einzusacken sind, bei diesem Infrastrukturmonopol, die gibt es, aber die sind reguliert. Das große Geld wird bei der Erzeugung gemacht,
nicht im Netz. Also ich habe hier nochmal das Beispiel einer WI genommen, Return on Capital Employed, das ist eine größere Kapitalverzinsung, die betrug im Jahr 2010 bei der Stromerzeugung 20%, also da sind im Übrigen alle Kraftwerke mit drin, bei den Grundlastkraftwerken war es wesentlich höher, und nur 9,3%, das waren die regulierten, dieser Satz ist nämlich gedeckelt worden durch die Bundesnetzagentur bei den Netzen. Mit anderen Worten, die Netze, das ist auch noch nett, ist ein sehr risikoarmes Geschäft, 9% ist schon üppig dafür, für dieses risikoarme Geschäft, aber man kann es nicht sagen, dass es die goldene Kuh wäre, die da jetzt geworden wird. Die goldene Kuh liegt an anderen Stellen, nämlich hier bei den Grundlastkraftwerken, die bedeuten über 20% erbringen. Also der Grund, reguliert durch die Bundesnetzagentur, und aus bestimmten Netzen haben sich die großen vier sogar zurückgezogen, nämlich gerade aus den Stromautobahnen. Warum? Weil es da von Seiten der Europäischen Union immer wieder Anmahnungen gab an Deutschland, dass man hier ein anderes System einführen sollte. Also dass man hier die großen vier, dass die Teile des Netzes verkaufen sollten und so weiter und so fort, um hier mehr wettbewerbliche Strukturen reinzubringen. Mit anderen Worten, das war nicht mehr richtig attraktiv. Mittlerweile hat sich abgesehen von EnBW, haben sich die meisten aus den Übertragungsnetzen, also aus den Stromautobahnen zurückgezogen. Allerdings die Stromlandstraßen sind immer noch teilweise in der Hand der großen vier, zusammen mit den Stadtwerken. Da sind nämlich die großen vier in hohem Maße beteiligt. Also es gibt mehr als 900 Stadtwerke, wo die großen vier Beteiligungen haben. Und diese Stadtwerke halten, wie gesagt, die Verteilernetze, also die Niedrigspannungsnetze. Und das ist natürlich wichtig. Warum ist es wichtig? Weil man da eben über die Ausgestaltung der Netze mitreden kann. Dass man eben diese zentralistischen Strukturen, die auf die Dinosaurierkraftwerke, auf diese hohen Renten zugeschnitten sind, weitgehend oder weiterhin ja, sich erhalten lassen kann. Deswegen ist es wichtig, da seine Hand mit weiter drin zu haben. Es gab da ein paar Probleme, es gab ein paar Rückfälle, weil zum Beispiel Gerichte gesagt haben, ihr seid da viel zu viel dran beteiligt und ihr müsst weg, aber das ist eine andere Geschichte. Es besteht das Bestreben, dass man hier die Hand mit aufhört. So, und jetzt zur Energiewende. Ich frage erstmal, bevor ich darauf zu sprechen komme, ist soweit alles rübergekommen, so die ganze Botschaft? Oder haben Sie noch Verständnisfragen? Ansonsten gehen wir mal zur Energiewende. Die Energiewende als ein Rentenproblem. Ich denke, es ist jetzt ein bisschen deutlich geworden, dass es auch ein Bodenproblem ist, das wir hier haben. Es ist nicht nur ein Problem des Kapitals. Also, Kernkraftwerke sollen jetzt nach Fukushima, wir haben jetzt 2 Jahre her diese Katastrophe, sukzessive vom Netz genommen werden. Und jetzt haben die großen Energieversorger ein Problem. Jetzt gibt es nämlich dezentrale erneuerbare Energien, die drohen, in diese Lücke zu stoßen, in der vorher sich die großen vier Energieversorgungsunternehmen gesonnt haben. Das geht einerseits über das Erneuerbare Energiengesetz, also das zum Beispiel vorrangige Einspeisung gibt und vorrangigen Anschluss und so weiter. Das Problem dabei ist nur, dass es hier zum Beispiel bei Windrädern, bei Solaranlagen eine diversifizierte Eigentümerstruktur gibt. Das heißt, anders als bei Kernkraftwerken liegt dieser Platz in der Sonne nicht mehr nur in der Hand der großen vier, sondern es gibt eine Vielzahl von diversifizierten kleinen Eigentümern. Und damit haben wir jetzt ein Problem. Also dieser Platz in der Sonne wird die großen vier streitig gemacht und hier auch die Technik ist damit nicht neutral. Was ich damit sagen möchte, gleich. Also, die erneuerbaren Energien werden jetzt gesetzlich gesehen hier vorgeschaltet. Und es werden sozusagen, was die Angebotskurve angeht, werden alle weiter rausgeschoben. Also, früher waren die Kernkraftwerke hier, jetzt werden sie hier hingebracht. Dann werden sie vom Netz genommen und erneuerbare Energien nehmen ihre Stelle ein. Und dann Braunkohle, weiter nach rechts, Steinkohle, weiter nach rechts, Gas, weiter nach rechts. Das heißt, wenn sich jetzt die Kurve hier nach rechts verschiebt, ich mache das mal ein,
Wenn sich jetzt die Kurve hier nach rechts verschiebt, dann haben Sie an dieser Stelle ein Problem. Dann ist nämlich der Preis nicht mehr da oben, sondern weil es zu einer Erhöhung des Angebotes kommt, aufgrund der erneuerbaren Energien, haben Sie auf einmal mehr Angebot bei gleicher Nachfrage und damit eine Preissenkung. Das ist der sogenannte Merit-Order-Effekt. Das ist nämlich anders, als oftmals vorgelogen wird in der Presse, dass die erneuerbaren Energien so fürchterlich teuer werden. Ganz im Gegenteil, die Vorschaltung dieser erneuerbaren Energie hier vor diese Grundlasttechnologie führt dazu, dass das Angebot insgesamt größer wird und damit der Preis sinkt. Davon merken Sie nichts. Warum merken Sie nichts davon? Weil die Differenzkosten in den Umlagen, mit denen sie belastet werden, wieder ausgeglichen werden. Also mit anderen Worten, je tiefer der Preis sinkt, umso mehr zieht man ihn durch Umlagen aus der Tasche. Deswegen merken Sie das davon. Aber per se haben wir erstmal einen sinkenden Preis von da nach da. Das ist natürlich blöd für die großen vier als Erzeuger. Und dagegen muss man sich wehren. Welche Strategien wendet man an? Zunächst sagt man, also wenn die hier vom Netz genommen werden, dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier nicht eine Vielzahl von Windrädern, die jede popelige Energiegenossenschaft da draußen installieren kann, dass wir das nicht zulassen, sondern wenn schon erneuerbare Energien, dann bitteschön mit einer ähnlichen Kostenstruktur wie Kernkraftwerke und Braunkohlekraftwerke. Und diese ähnliche Kostenstruktur haben Sie beispielsweise mit der Offshore-Windtechnologie. Da haben Sie nämlich wieder hohe Investitionsvolumen und Sie haben Grenzkosten für die zusätzlichen Einheiten ausgebrachte Energie von nahe Null. Und Sie haben so hohe Investitionsvolumen, dass das nicht jede beliebige Energiegenossenschaft realisieren kann. Mit anderen Worten, Sie haben hier, diesmal mit grüner Technologie, eine Monopolposition dann erfolgreich verteidigt. Und wenn Sie sich das Reden unserer Politiker anhören, die ganze Zeit sagen, ja, da oben in den Norden, da muss die Windenergie gemacht werden. Offshore, obwohl das viel teurer ist, und auch für das gesamte Stromsystem nicht so förderlich ist. Warum? Sie haben da zwar höhere Windstärken, das ist richtig, aber es ist viel ungleichmäßiger, als wenn Sie die Geschichten gleichmäßig auf dem Festland platzieren würden. Also mit anderen Worten, die Energiewende darauf zu setzen, das ist keine gute Sache. Also manchmal technisch gesehen. Aber es geht hier unseren großen Firmen einfach darum, dass man hier sozusagen eine Technologie hinsetzt, die eine ähnliche Kostenstruktur hat wie die alten Grundlastkraftwerke, die jetzt sukzessive vom Netz genommen werden. Wenn die mal abgeschrieben worden sind, dann hat man dieses Spielchen, wir haben hier Preise. Und wenn wir die Abschreibung weg haben, dann geht die Differenz zwischen Preisen und den vernachlässigbaren Grenzkosten voll in den Gewinn. Und das ist das, was wir haben wollen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist natürlich nach wie vor störend, dass die Preise gesunken sind. Also, worauf arbeitet man hin? Man arbeitet darauf hin, dass es zu einer Stabilisierung der Preise kommt durch verstärkten Stromexport. Mit anderen Worten, wir bauen zu mit zentralistischen grünen Technologien, im Übrigen werden auch weiterhin Braunkohlekraftwerke und Steinkohlekraftwerke geplant, werden ganz lustig geplant, das heißt die Grundlast und die Mittellasttechnologie wird eigentlich weiter ausgebaut. Add up könnte man mal hier mal über Energien gehen, aber wie gesagt, zu einem erheblichen Teil auch mit solchen etablierten Kostenstrukturen, was dazu führen würde, dass tatsächlich die Preise sinken. Und dann sagt man, ja, wenn die Preise sinken, das ist nicht gut für uns, also dadurch spielt sich unsere Rente. Wie können wir die Preise auf dem alten Niveau erhalten? Wir müssen ja exportieren. So können wir stabilisieren. Und wenn Sie sich jetzt gucken,
Welche Netzausbauplanung wurde denn jetzt beschlossen? Da wurde eine Netzausbauplanung beschlossen, die genau diese Strategie unterstützt. Die unterstützt auf der einen Seite, dass es hier weiterhin solche zentralistischen Technologien gibt. Auf der einen Seite soll der Wind, der offshore produziert wird, also der offshore Strom produziert, diese Energie soll in den Süden geleitet werden können. Es sollen zusätzlich Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke mit erheblichen Kapazitäten ans Netz gebracht werden, obwohl die Grundlast im Energieszenario der Zukunft eine immer geringere Rolle spielen sollte. Trotzdem baut man hier noch fleißig aus. Ja, und es werden Knotenpunkte geschaffen, um verstärkt Energie auch exportieren zu können. Das alles wird gemacht mit einem vollkommen überdimensionierten Netzausbau, der da gerade in der Planung ist. Also hier nochmal Strategie der Erzeuger, angebotsseitig Verzeichnung des Platzes an der Sonne, Grundlastkraftwerke werden verteidigt, erneuerbare jeder so als Add-up. Ne? Dann erneuerbare zentralistische Großtechnologien mit Grundlastkostenstruktur und nachfrageseitig die Strategie Nachfragesteigerung durch verstärkten Export, um die Preise eben zu stabilisieren. Ja, das hier ist typisch dafür, Offshore-Windkraft, hohe Flächenintensität, so wie ich es genannt habe. Hohe Investitionsvolumina, geringe Grenzkosten können Sie durch Wettbewerb kaum angreifen, solche Geschichten. Da haben Sie wieder das alte Monopol. Da ist die Stromtrassen. Jetzt der Bundesbedarfsplan, Netzentwicklungsplan, da hat mein Kollege und Freund Jaras ein wunderbares Buch dazu geschrieben, genau das, was ich Ihnen erzählt habe, dass hier vollkommen überdimensioniert ausgebaut wird, um diese Interessen zu befriedigen. Also, der Bundesstaat Entwurf veröffentlicht im August 2012. Prämisse war, sämtliche aktuell in Betrieb befindlichen geplanten konventionellen Kraftwerke, auch und gar die Grundlastkraftwerke, mit denen verdient man nämlich das Geld, sollen zusätzlich ungehindert vom Einspeisevorrat erneuerbarer Energien, das wurde in Frage gestellt, in das Netz einspeisen. Das heißt, jede erzeugte Kilowattstunde Strom soll auch transportiert werden. Also das betraf die im Bau befindlichen 10 Gigawatt Stein- und Braunkohlekraftwerke, weitere 8 Gigawatt Planung, also insgesamt rund ein Drittel der in 2010 schon installierten Kohlekraftwerksleistungen, die in Planung oder Bau war, sollten da sozusagen ja, zu ihrem Recht kommen. Kosten interessieren mich, da die ja sowieso auf den Verbraucher umgelegt werden. Über den Netzentwicklungsplan. Da müssen sich weder die Eigentümer der Netze darum kümmern, noch die Erzeuger des Stroms kümmern. Konsequenz: Verbraucher subventioniert diese Energie. War nicht verraten, hochweise. Also hier Netzausbau, aber das ist überhaupt zu viel. Also Leitszenario. War 3.800 Kilometer Leitungsneubau, 4.400 Leitungsausbau zu Kosten von rund 20 Milliarden Euro. Man hätte es wesentlich billiger haben können, indem man mehr auf dezentrale und intelligente Lösungen gesetzt hätte. Warum? Wie sieht denn das energetische Szenario der Zukunft aus? Das Wünschenswerte. Das Wünschenswerte sieht so aus, dass Sie einen erheblichen Anteil an erneuerbaren Energien haben. Im Idealfall sind das 100%. Relativ dezentral verteilt. Das Konzept der Grundlast wird so gut überhaupt keine Rolle mehr spielen oder eine ganz geringe Rolle. Das bedeutet, wir haben hohe Fluktuationen vom Angebot und Nachfrage des Stroms. Ohne Grundlast bedeutet das jetzt aber, wir könnten nicht mehr, wie das früher der Fall war, die Nachfrage unabhängig vom Angebot kreieren, sondern wir müssen uns mit der Nachfrage in der Zukunft auf das Angebot einstellen. Das bedeutet, man kann sich das zum Beispiel vorstellen, dass Steckdosen in der Zukunft vielleicht drei Farben haben werden. Da ist eine Farbe, da steht drin, kommt laufend Strom raus zu einem entsprechend kalkulierten Preis. Da kann ich meinen Herzschrittmacher anschließen, da habe ich keine Sorge. Dann gibt es noch eine andere Farbe, da steht zum Beispiel drauf,
Das kann sehr stark schwanken, ne? Und möglicherweise fällt es mal aus. Das kann ich nur dann angreifen, wenn ich es tatsächlich muss und wenn die Gelegenheit günstig ist. Und dann gibt es auch etwas dazwischen. Ne? Mit anderen Worten, wir werden mit unserer Nachfrage wesentlich intelligenter auf die wegfallende Grundlast reagieren müssen. Wir werden in der Zukunft vielleicht Kühlschränke haben, die eingebaute Speichertechnologie dezentral haben und gleichzeitig an das Netz ein Signal aussenden, andersrum, vom Netz ein Signal erhalten, gerade ist der Strom besonders überschüssig, wir haben reichlich Strom, jetzt kannst du anzapfen, bring es bitte in deinen Speicher und wenn du Kühlschrank jetzt tatsächlich Energie brauchst, dann nimmst du es bitte in deinen Speicher. Also wir werden intelligente Endgeräte haben und wir werden eine Kommunikation zwischen dem Netz, das dezentral ausgerichtet sein sollte, und den Endgeräten hergestellt haben. Da rein hätte man investieren können. Solche Voraussetzungen für einen solchen Netzausbau zu legen, der dezentraler und intelligenter ist, als diese Dinosaurier-Technologie weiterhin zu zementieren. Das hat man nicht getan. Das ist auch etwas, was hier der Herr Jaras und noch weitere sehr stark angreifen. Sie haben es vielleicht gelesen, die Bundesnetzagentur ist nicht allen Wünschen nachgekommen, der starken Anbieter. Allerdings, anders als es zu lesen war in der Presse, sind die betreffenden Leitungen nicht aufgehoben worden, sondern nur aufgeschoben. Das heißt, wir können im nächsten Jahr wieder bei der Bundesnetzagentur auf der Matte stehen und sagen, jetzt wollen wir aber den Ausbau definitiv haben. Also, das heißt, wir müssen noch warten, was da kommt. Die ganze Netzausbauplanung dient dazu, diese ökonomischen Renten über die Grundlast zu unterstützen und dann wird leider in eine vollkommen falsche Richtung sich bewegt. Ja, gleichzeitig werden die Planungsverfahren auch gekürzt. Man möchte die ganze Sache jetzt wirklich schnell durchpauken. Das bedeutet auch, hierbei haben wir erhebliche Partizipations- und Demokratiedefizite. Auch wieder zugunsten der ökonomischen Renten letztlich. Das wird uns alles als Energiewende verkauft. Also, wie gesagt, Alternativen wären gewesen, Netzverstärkung, Netzoptimierung, ein ausgewogener Mix vorzubereiten mit einem entsprechend hohen Anteil dezentraler Produktion und Netze. Ich bin ja gar nicht für vollkommene Dezentralität, aber eine bessere Ausgewogenheit hätte man machen können. Smart Grid-Komponenten, also intelligente Netze schon vorbereiten und vor allen Dingen auch die Partizipationsmöglichkeiten stärken der Bevölkerung, die da betroffen ist. Also diese, wie gesagt, das Resümee, deutsche Energiewirtschaft, vor allen Dingen Strommarkt, leidet unter Rent-Seeking, also der Suche nach Renten. Nutzen werden von unorganisierten Gruppen vereinnahmt, Kosten werden abgewälzt auf die Allgemeinheit. Energiewende stellt eine Gefahr für die konzentrierte Vereinnahmung ökonomischer Renten durch die Energieversorgungsunternehmen dar. Die Gegensteuerung der grünen Großtechnologien und weiterer Ausbau fossiler Energie sowie einem nicht zielführenden Netzausbau. Der Staat wird empfangen genommen, also wenn Sie Oettinger hören, wenn Sie den Altmaier hören, wenn Sie unseren Kanzler hören, die sagen alle, ja, Offshore, 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 ne? So muss die Wende aussehen. Demokratieverlust und ja, was kann man eigentlich machen? Man kann versuchen, Wege zu steuern, wir höhere Vielfalt, dezentrale Lösung, vor allen Dingen aber auch durch eine Abschöpfung ökonomischer Renten, was bei uns leider ein Tabuthema ist. Herr Hannefort hatte gerade hingewiesen auf unsere Grundsteuerinitiative. Ich kann Ihnen sagen, es geht ja um die Grundrente. Ich kann Ihnen sagen, also das wäre ein eigener Vortrag, nicht nur von einer Stunde. Wenn Sie da mehr Interesse haben, demnächst erscheint ein Buch von mir, Prinzip Renttechnologie, mit Eigentum zu Diebstahl wird und aus dem Metro ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich gucke mal als erstes da oben hin. Viel Zeit haben wir ungefähr für bis zu. Bis 14:30 Uhr war geplant, sofort. Also 20 Minuten.
sitzen ja jetzt hier für den Vortrag perfekt, in eurem Auditorium, für die Diskussion nicht ganz perfekt. Wenn ich kurz die bitten dürfte, die so hinten links sitzen, ich sehe hier so einen Halbkreis, der fängt hier vorne an und geht hier so rum. Und hier in dem Bereich gibt es noch ganz viele Freiplätze, so ein bisschen den Halbkreis hier zumachen, dann können wir uns ein bisschen besser sehen. Und auch wenn wir mal Studierende sind. Und wer natürlich nur zuhören möchte, darf auch gerne zuhören bleiben, wo sie sitzen, aber es wäre jetzt ein bisschen angenehmer. Ja, und 20 Minuten. Mein Wunsch wäre ja gewesen, dass jeder einmal ganz kurz seinen Namen sagt und vielleicht einen Satz, der maximal aus 5 Wörtern besteht, zum Thema Energiewende oder zum Thema dieses Vortrags, damit Sie so ungefähr wissen, wo man herkommt. Aber in 20 Minuten, da möchte ich jetzt ungern was vom Web klatschen, weil es doch gar nicht wenig ist. Es sei denn, Sie produzieren jetzt, würde ich das noch weglassen. Es sind so wenige, also ich brauche jetzt irgendwie Ausprägungen ein bisschen was. Genau, also wenn wir was sagen, ja, kurz seinen Namen sagen und kurz was, wo man herkommt. Und würde ich es mal eröffnen. Dann haben wir gleich zwei. Und wie möchtest du die zwei sammeln und dann jeden einzelnen? Okay, dann fange ich mal an. Ja. Mein Name ist Aline Schreiber-Martens. Ich bin auch länger in der Geldreform, aber noch davor bin ich auf die Erneuerbaren, auf die Chancen und Möglichkeiten der Erneuerbaren Energien gestoßen durch den Bücher von den Herrn Scheer. Meine Frage ist es, ich habe vor ein paar Monaten einen Text von dem Professor Mosen Massarat gelesen, der sich auch sehr engagiert, bei dem das Stichwort Rente auch ein sehr wichtiges ist. Er hat sich auseinandergesetzt mit einem Text von dem Professor Hans-Werner Sinn. Ich kriege es nicht mehr ganz genau hin. Das, wonach ich jetzt fragen will, ist, glaube ich, dass Massarat meint, dass ein nationaler Alleingang für Verteuerung der fossilen Energieträger, um Erneuerbare zu fördern, nicht sinnvoll sei, weil es einfach an anderer Stelle umso mehr fossile Energie Produktion befürwortet. Ich weiß nicht, ob du den Text kennst. Er kritisiert dann in ganz anderen Sinn auch noch dadurch, dass ja von den Produzentenländern dann die Renten hierher umverteilt werden sollen. Darum geht es mir gerade nicht, sondern um das, wie weit kann im nationalen Rahmen durch die Prinzipien, die in dem Buch von 1995 ökologische Steuerreform schon dastehen, Verteuerung der Energie, wie kann sowas in den nationalen Rahmen geschehen? Also ich habe hier mal versucht, eine andere Perspektive auf die ganze Sache zu werfen, hier, indem ich die Problematik der Rente dargestellt habe. Und ich gehe davon aus, dass gerade durch diese hohen Renten, die da erzielt werden, Grundlasttechnologien, dass hierdurch auch massive Fehlanreize bestehen. Mit anderen Worten, man müsste viel konsequenter hingehen, diese Renten abschöpfen. Das Instrumentarium ist da für mich zweitrangig, ob man das mit einer steuerlichen Lösung macht oder sagt, da wo ihr entsprechende Kraftwerke stehen habt, das wird konzessioniert und ihr müsst die Konzession erstellen oder etwas in der Richtung. Also, dass wir auf jeden Fall hier auch Nutzen, die bislang ausschließlich bei den großen Vier lagen, und Kosten, die zu einem großen Teil in Allgemeinheit getragen hat, dass man die viel besser koppelt und Fehlanreize herausnimmt, die treten ja immer und überall darauf, wo Nutzen Kosten gekoppelt sind. Und wenn ich sozusagen hier alles rausziehen kann, andere tragen aber die Kosten der Party, ja klar, dass ich das Privileg dann natürlich verteidige. Also da könnte man schon mal rangehen, was natürlich bei uns, bei der Verfasstheit unseres Staates zurzeit illusorisch ist. Man kann es aber versuchen, mal zu diskutieren. Ansonsten stimme ich vollkommen zu, dass man die Sache eigentlich letztlich international angehen muss. Also da letztlich ist es ein internationales Problem. Kann man da im nationalen Rahmen erste Schritte tun? Man kann sich erste Schritte tun. Also was wir zum Beispiel mit dem EEG haben im Augenblick,
Das EEG ist eine zweitbeste Lösung. Besser wäre es gewesen, wenn man beispielsweise die Kosten für fossile Energieträger so verteuert hätte, dass man überhaupt keine Subventionen gebraucht hätte, dass die erneuerbaren Energien sich von alleine getragen hätten. Das große Gegenargument ist, ja, dann gehen alle raus in andere Standorte, wo es etwas nicht gibt. Dieses Gegenargument muss man ernst nehmen. Also kann man auch das EEG mit seiner Subventionspolitik insoweit verteidigen, allerdings nur als zweitbeste Lösung. Allerdings die Art und Weise, wie dann diese Subventionen wieder gemacht werden im EEG, da kann man große Zweifel daran haben, ob das wirklich genial ist. Hier könnte man auch umsteuern, und das ist das eine, was gemacht werden kann. Ist ja fast Konsens, dass man sagt, okay, das EEG bedarf einer Generalüberholung. Die andere Geschichte, die natürlich auch gemacht werden muss, die ich gerade sagte, man muss wirklich viel radikaler diese Fehlanreize angehen, Nutzen und Kosten koppeln. Ich kann Ihnen, man könnte das unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen überall durchgehen, überall, wo etwas in die Hose geht, wo es zu Marktversagen kommt, auch zu Staatsversagen. Im Übrigen die ganze Steuergesetzgebung, gerade für ein einziges großes Staatsversagen, oder das ist ein ganz anderes Thema, kann man sagen, sind Nutzen und Kosten entkoppelt. Der eine hat die Nutzen, der andere hat die Kosten. Wenn man das konsequent zusammenbringt, dann kommt man hier zu einer besseren Politik. Und da würde ich Ihnen sagen, solche Geschenke darf es nicht geben an die großen Firmen. Aber das haben wir. Ja, mein Name ist Martin Westendorf. Ich wollte eigentlich gerne mal wissen, ob das bekannt ist. Und das erschreckt ja wahrscheinlich eine ganze Menge Mehrwirtschaftsbereiche, wie Erdgas, Flughäfen und ähnliches. Lässt sich da was abschätzen? Da liegt ja auch ein Steuerpotenzial, was da an Einnahmen generiert werden kann, wenn man da angeht. Also, danke für die Frage. Das ist genau das, was in meinem neuen Buch eine Rolle spielt. Es gibt ja, vielleicht sagt Ihnen der Name Joseph Stiglitz was. Das ist der Nobelpreisträger, früher mal Weltbank-Chefökonom, seitdem er das geschlossen hat, läuft er oben wie eine offene Hose und sagt seine Meinung. Der hat mal das sogenannte Henry-George-Theorem formalisiert. Was sagt das Henry-George-Theorem? Wenn man konsequent hingeht und solche Renten besteuert, aus dem Boden, solche Renten, wie ich sie gerade dargestellt habe, bräuchte man überhaupt keine Steuer mehr. Nehmt das einfach weg, schafft alle Steuern. Also es ist ein Thema, das kann man durch fast alle Branchen durchdeklinieren. Ich kann beispielsweise Patente, also die ganze Patentindustrie ist letztlich, einfach mal um ein Beispiel zu sagen, spielt allerdings auch rein, weil Speichertechnologien blockiert werden. Die ganze Patentindustrie ist letztlich auch eine Bodenfrage. Letztlich hat man hier mit Boden nachgeäfft. Sie bekommen letztlich Renten aus Patenten. Es gibt beispielsweise, ich mache es mal kurz an. Neben so ein Verfahrenspatent. Ne? Jemand produziert sehr günstig. Ne? Dieser Verfahren steht aber nur dem Inhaber des Patentes zur Verfügung. Der nächste muss dann auf ein zweitbestes Verfahren zurückgreifen. Soweit er darauf Zugriff hat. Der nächste auf ein drittbestes Verfahren. Ne? Und so weiter und so fort. So haben sie dann wieder diese alte Kurve, ne? Und haben dann auch wieder dieselbe Geschichte, die sie auch bei Boden haben. Sie können mit Patenten auf der einen Seite wie bei Boden auch monopolisieren, Erträge, Monopolerträge einschleppen. Sie können auf der anderen Seite auch jemanden blockieren, dass er hier keinen Zugriff hat. Letztlich ist genau dieselbe Kiste. Also die ganze chemische Industrie, BASF und so weiter, Teile der Autoindustrie, die können sagen, eine Kiste reinschmeißen. Also das kann natürlich die Branche quer durchdrücken. Aber das ist leider kein Thema in der Expansion, in der Ökonomie. Gibt es noch weitere Fragen? Dann habe ich was. Ich wusste gar nicht, dass es so viel um die Netze auch gehen würde. Und im Mai werde ich in Berlin für den Berliner Energietisch ein Aktionscamp leiten.
und laden da alle sehr herzlich ein, mitzukommen. Was passiert auf diesem Aktionscamp? Es gibt in Berlin ein Volksbegehren, also im Moment der direkten Demokratie, um die Energienetze in Berlin wieder in öffentliche Hand zu bringen. Um genau da auch festgeschrieben von diesem Volksbegehren 100% ökologische Energie als Ziel aus der Region demokratisch kontrolliert. Also es sollen Stadtwerke gebildet werden mit viel höherer demokratischer Kontrolle, als das bisher der Fall ist in anderen Städten in Deutschland. Und dafür, für dieses Volksbegehren, damit es bald zur Bundestagswahl zum Volksentscheid kommen kann, werden jetzt aktuell gerade 200.000 Unterschriften gesammelt in Berlin. Und da das ein Thema ist mit bundesweiter Bedeutung, laden wir auch bundesweit ein, Leute nach Berlin zu kommen. Wir haben schon einen Ort gebucht, das ist in Kugels. Und ja, wir haben Platz für ungefähr 50 Leute. Und jeder, der kommen möchte zum Mithelfen bei Unterschriften sammeln, ist herzlich eingeladen. Vielleicht mit dem Ziel dann, mit dem Ergebnis, dass ein Teil dieser Macht auf diesem Rente zu sitzen, gekratzt wird. Mal vorsichtig formuliert. Ich denke, das war für viele eine sehr neue Perspektive. So neu ist sie gar nicht. Es ist erstaunlich, wie wenig hier in Deutschland, ich habe sehr viel Kontakt zum angloamerikanischen Raum, wo man sich über solche Bodenfragen und so weiter, Übertragbarkeit, sehr groß Gedanken gemacht hat. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie wenig hier im deutschsprachigen Raum diesbezüglich präsent ist. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man solche Perspektiven auch hier reinträgt. Ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen, Sie fanden es interessant. Also wie gesagt, wenn Sie da noch Fragen haben oder wenn Sie es lesen wollen, natürlich immer Reklame für das Buch, das Geleitwortschlag von Gerhard Scherholm, war früher im Sachverständigenrat, mittlerweile auch einer der Abtrünnigen. Also, ja. Danke.